Im Minutentakt fahren die Lkw auf den Hof. Besonders morgens und abends ist Hochbetrieb bei Daxa. Und das ist die Schaltzentrale. 3000 Aufträge gehen allein für den europaweiten Straßentransport über den Tisch täglich. Wenn euch die Finger wehtun, tut es gut, das wisst ihr, ne? Über so viel Arbeit freut sich Arne Andersson, Chef der Hamburger Niederlassung von Daxa. Dabei ist der Aufschwung nicht erst seit kurzem zu merken. Das Tal der Tränen haben wir schon vor 2 Jahren verlassen, aus meiner Meinung. Ja. Aber jetzt sind wir ja alle der Meinung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie werden weiser als die 5 Wirtschaftsweisen. Ne? Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, aber wir sind schon so ein bisschen Konjunkturbarometer. Ja? Weil unsere Abfrage ist abgeleitet, unsere Nachfrage, und wir spüren schon recht früh, dass es aufwärts geht. Wobei wir auch gute Kunden haben, ja? Also Kunden, die wirklich mit guten Produkten auch an den Markt gehen. 200 Lkw sind für die Hamburger Filiale unterwegs. Viel Arbeit, neue Fahrer wie Andreas Nöske kann die Spedition da gut gebrauchen. Seit 6 Wochen arbeitet er für Daxa. Fährt 2-mal am Tag die Strecke von Hamburg nach Ahrensburg und zurück. Ankunft beim Kunden. Die Firma Behrens ist ein Hersteller für Befestigungstechnik. Und ein typischer Mittelständler, bei dem die Auftragsbücher voll sind. Sie sind kundenfreundlich geworden. Kundenfreundlich und für den Handwerker besonders. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres hat die Firma schon 20% mehr Umsatz gemacht. Das ist speziell für den entwickelt. Ja, wenn jetzt so viel mehr zu tun ist, reicht dann eigentlich auch so Lagerkapazitäten, oder kommt irgendwann mal der Punkt, wo Sie anbauen müssen? Denn anbauen werden wir nicht, aber wir haben ein externes Lager bereits gemietet in Hamburg nahe der Firma Daxa, sodass wir da auch die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen haben. Da lagern wir große Palettenmengen aus. Die Mitarbeiter produzieren rund um die Uhr alles, womit sich was befestigen lässt. Nägel zum Beispiel. Mehr als 1 Million Stück am Tag. Ein Grund für die gestiegene Nachfrage: die Abnehmer, Palettenbauer zum Beispiel, produzieren jetzt wieder vermehrt in Deutschland. Firmenchef und Produktionsleiter sind darauf eingestellt, auch mit ihren Maschinen. Wir sind jederzeit in der Lage, die Maschinen so einzurichten, dass wir auf dem Markt kurzfristig flexibel reagieren können. Und Herr Fischer-Zernin, Sie fahren jetzt momentan 3-Schicht. Stellen Sie aber auch neue Leute ein? Wir haben jetzt gerade Anfang März insgesamt 18 neue Mitarbeiter eingestellt, weil es mit dem vorhandenen Personal einfach nicht mehr klappte. Die Ware ist verladen. Es geht zurück nach Hamburg zur Daxa-Filiale. Hier wird die Ware umgeladen und für den Weitertransport fertig gemacht. Denn schon am nächsten Tag soll sie beim Endkunden sein. Eine Herausforderung an die Logistik und ohne gut ausgebildete Lagerarbeiter nicht zu schaffen. Arne Andersson kennt das Speditionsgewerbe in- und auswendig. In den Jahren, als die Geschäfte schlecht liefen, hat die Branche auch nicht investiert, sagt er. Weder in neue Fahrer noch in neue Lkw. Löst sich dieser Investitionsstau langsam auf? Aktuell werden natürlich viele Fahrer ausgebildet, viele Lkw sind bestellt. Ist schwer abzuschätzen. Für uns ist entscheidend, dass wir die Kapazitäten, die wir brauchen, uns rechtzeitig gesichert haben und nicht so stark leiden, also unseren Kunden die gewidmeten Kapazitäten halt zusichern können. Ausreichend Fahrer, genug Lkw, Daxa hat vorgesorgt. Nur der Lagerraum wird knapp. Möglichst viel in die Lkw packen, das spart schon Platz. Sehr schön. Du, jetzt mal ernsthaft. Schöne Autos gebaut. Aber Arne Andersson braucht viel mehr Fläche. Wir suchen gerade aktuell ein neues Grundstück. Wir haben vor 3 Jahren 15 Millionen Euro investiert hier in diesem Standort. Das war schon mutig vor 3 Jahren, aber wenn wir es heute noch mal entscheiden dürften, hätten wir ein bisschen mehr in die Hand genommen. Mutig will die Spedition auch bei Neueinstellungen sein. 400 neue Mitarbeiter wird Daxa 2007 allein in Deutschland einstellen.